Okay, dann möchte ich ins Thema springen. Das bedeutet jetzt, wie gesagt, jetzt die letzte Vorrede, keine PowerPoint-Präsentation. Viel mehr, und das muss ich noch, auch, will ich auch zum Schluss noch sagen, bevor es wirklich losgeht. Ich habe viele, viele Vorträge im Museum Ludwig verfolgt und mich teilweise über Referenten geärgert, sage ich mal, die sozusagen sehr an ihrem Manuskript sich entlang hangeln. Ich erspare Ihnen das nicht, weil ich sage mir, wenn die das können, das kann ich auch. Aber so, ich lade Sie ein zwischendurch vielleicht und machen wir einen Break. Ja? Ich bin sehr ich hoffe, aufmerksam genug. Ich werde verfolgen, wenn Sie nicht mehr folgen können und wollen. Ja? Also mit anderen Worten, wenn Sie gelangweilt sind. Ich werde dann sofort versuchen, dann zu reagieren. Vielleicht noch das. Das hier ist im Prinzip das Bild des Buches. Das Cover führt natürlich schon ins Thema ein. Es geht hier um die Völkerschauen, und es geht auch um die Völkerschauen von Hagen, von Hagenbeck, und es geht um die Körperwelten von Hagens. Und ich habe versucht, eine Synopse zu machen, das heißt, die beiden Phänomene, die ich als Menschenzoo verstehe, sozusagen in einer historischen, diskontinuierlichen Perspektive zu erfassen. Im einen Fall, das haben Sie zu Recht gesagt, Herr Professor Nötzl, geht es um wie hier, Untote, lebendige Menschen, die aber quasi untot gemacht werden durch die Art der Inszenierung der Präsentation. Und bei von Hagens geht es auf der anderen Seite um lebende Tote. Das heißt, um Leichen, um totes Material, also davon ungefähr 100, also 100 Leichen, so hat es angefangen, die eine Wanderausstellung erst seit 1997 initiiert haben und dann weltweit Erfolg hatten. Ich komme gleich. Dass das natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, das ist der eigentliche Punkt, ja, dass so ein, sage ich mal, so ein kommerzieller Zirkus oder so ein Totenkabinett viele Fragen aufwirft, versteht sich hier von selbst. Und jetzt noch eine Sache, die vielleicht wichtig ist. Ich habe hier erwartet, drei Schüler meiner Gesamtschule begrüßen zu dürfen. Das ist nicht der Fall. Und deswegen habe ich, die auch inhaltlich dem Buch zugearbeitet haben, die sind aber nicht gekommen, was ich bedauere. Aber, jetzt kommt der Punkt, das erklärt auch die Gewichtung meines Themas jetzt. Das heißt, ich fange an, nicht mit den Völkerschauen, ich fange nicht an mit den Körperwelten, sondern ich fange an mit dem, wie ich das nenne, mit dem Cyberzoo. Und so, jetzt subjektive Freiheit und soziale Gerechtigkeit standen nach dem Zweiten Weltkrieg für eine gewisse Zeit hoch im Kurs. Heute tendiert demgegenüber alles zur Unterhaltung und zum Untot. Vielleicht ein später Sieg des Grand Seigneurs und Erfinders der Völkerschauen Karl Hagenbeck. Ich möchte aber zunächst Ihnen eine Zitatcollage zur Sprache des Menschenzoos vorstellen, denn der Menschenzoo und seine Sprache beinhalten aus meiner Sicht den Abschied von der Vorstellung der subjektiven Freiheit, aber auch, sie werfen natürlich auch Fragen auf nach der Menschenwürde. Die Idee dazu kam mir wieder beim Thema in Köln, beim Verlassen, also die Idee zur Zitatcollage, kam mir beim Verlassen des Kölner Skulpturenparks, wo am Ausgang das Verbotsschild mit wortwörtlich "Eltern haften für ihre Kinder" prangte. Das hat meine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, und ich sage jetzt an der Stelle, das ist der Menschenzoo. Warum? Das möchte ich gleich, wenn ich die Zitatcollage hier gleich präsentiere, explizieren. Für mich ist wie nennt man das, Herr Professor Nötzl, nennt man das ist das ein Verbot, wie nennt man das, Elternhaften, so ein Kommando, also ein sprachlicher Befehl oder eine sprachliche Unterweisung. Für mich ist das eine Huldigung an tote Ordnung, an tote oder untote Ordnung inmitten freier Kunst, ein unsäglicher Widerspruch und Paradox.
Nochmal, in Kölner Skulpturenpark, Elternabend für ihre Kinder. Nur ein Kilometer weiter, das war am selben Tag, in einem Zuge, Sie müssen sich jetzt wie einen Film vorstellen, die Kamera geht, in einem Zuge, ein Kilometer weiter, stieß ich dann an der Kölner Seilbahn auf das Warnschild, Zitat, Vorsicht, Kinder und Haustiere, Rattengift. Ich war an der Stelle wirklich im Film, sage ich mal. Das war der Film. Und jetzt komme ich zur Zitatcollage. Ich will mit der Zitatcollage nichts anderes tun, was das Buch ja auch macht, nämlich Vergangenheit, Geschichte und Gegenwart mixen, mischen. Ich bin im Sinne der Interdisziplinarität für die Mischung von Diskursen, wissenschaftlichen Diskursen. Und das kann man nur erreichen, indem man immer wieder auch wenn man wissenschaftlich vorgeht, immer wieder auch sich, ist meine These, also vorwagt in Probegelände und auch teilweise sich im künstlerischen Bereich, ja, Wissenschaft, also Thesen, sage ich mal, ausprobiert. So nun die Zitatcollage. Zitat. Wo Ratten auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören menschliche Güter und Nahrungsmittel. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen, unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Klemperer ist das, was ich Ihnen das Zitat vorgelesen habe, nichts anderes als LTI, Lingua Tertii Imperii. Klemperer, der jüdische Romanist, hat dazu ein Buch, das heißt auch so, Lingua Tertii Imperii, verfasst, die Sprache des Dritten Reiches, habe ich Ihnen hier vorgetragen. Klemperer war jemand, der sehr sensibel auf die, sag ich mal, auf die Sprachkodierung gehört hat und wie gesagt, eine eigene Sprache, nationalsozialistische Sprache, untersucht hat. Ich fahre fort in der Zitatcollage. Jeder soll Automat in der Hand des Vorgesetzten und Führers, zugleich auch Druckknopfbestätiger der ihm unterstellten Automaten sein. Zitat Ende. Das nächste Zitat. Du Jude, du Opfer. Klassenzimmer, Schule, heute. Nächstes Zitat. Zoo. Wir verbinden 150-jährige Zoo-Geschichte mit moderner Tierhaltung. Zitat Ende. Kölner Zoo, heute im Internet zu lesen, ohne Hinweis auf 7 Völker schauen. Also, 150-jährige Geschichte des Zoos mit moderner Tierhaltung. Warum schreiben denn nicht mit moderner Menschenhaltung? Das gleiche in Grün mit Hagenbecks Zoo. Auf seiner Homepage ist zu lesen, Zitat, 365 Tage tierisches Vergnügen. Das hier ist Hagenbeck. So sieht das heute aus. Ich komme noch drauf. Genau so, nur ohne die Menschen. Also, auf der Homepage von Hagenbecks Zoo, ich sage nochmal, 350 Tage, also ein Jahr tierisches Vergnügen. Auch hier, ja, fehlt der Hinweis auf 60 Jahre Völkerschauen, Menschenzoo. Nächstes Zitat. Kraft durch Freude. Fit for Fun. Magazine Illustrierte. Jetzt von Hagens. Zitat. Willst du wirklich ewig leben, musst du deinen Körper geben. Von Hagens. Also, das letzte Zitat. Und nehmen Sie es mir nicht übel, als ich das bringe, weil das so sehr in die Alltagssprache, die jeder verwendet, hineingeht. Aber ich bringe es trotzdem, es heißt, viel Spaß und willkommen im Menschenzoo. Viel Spaß. Für mich sind das, einen wissenschaftlichen Diskurs, also ich höre das Wort viel Spaß jedes Mal. Ich gehe in die Schule oder man kann auch sozusagen ins Gefängnis gehen heute und man hört viel Spaß. So. Viel Spaß. Also, warum das so ist, das werde ich jetzt versuchen gleich im Folgenden
zu darzustellen, wo das herkommt. Gibt es da Fragen an der Stelle? Ich kann schon mal die auf der Ebene. Sorry. Wir sehen hier, das auch aus, noch andersrum aus dem Buch. Ja, das sind so nicht, sag ich mal, Bildimpressionen aus dem Buch. Und ja, vielleicht macht das ja auch Spaß oder auch nicht. So, wo fängt der Menschenzoo an? Wo hört er auf? Meine Ausgangsthese dazu lautet, der Menschenzoo heute im Zeitalter des Cyberspace ist eine universelle Erscheinung. Universell, sehr wohl. Ich möchte gleichwohl einschränken, dass ich die These eines ideellen Gesamtzoos, der sich als Überbau über die Gesellschaft spannt, mit Vorbehalt genieße. Doch auch dazu später mehr. Diverse Formen des Menschenzoos, wie der Circus Maximus, ziehen sich von der Antike, dem kolumbianischen Zeitalter bis in die Jetztzeit. Eine Synopse historischer und gegenwärtiger Form des Menschenzoos soll im Folgenden eine innovative, ideengeschichtliche und materialistische Einordnung dieses Phänomens leisten. Der Menschenzoo ist nicht nur die warum materialistisch, das werde ich gleich später ausführen. Wir werden das, sehen, dass ich sehr, sehr in die Arbeitswelt gucke. Und da geht es aus meiner Sicht wirklich um also Technik und ihren Bezug zur Verwertung von Arbeitskraft, moderner Arbeit. Daher auch für mich diese zu der ideengeschichtlichen Perspektive noch eine materialistische. Der Menschenzoo ist nicht nur die Zuschaustellung von Menschen durch andere Menschen. Er ist auch, das ist meine These, Produktionsprinzip, das in die Massenkultur nicht zuletzt aufgrund Karl Hagenbecks Völkerschauen seinen festen Platz eingenommen hat und bis heute Relevanz hat. Er spielt auch in der Literatur der Moderne sowie in der Kunst eine gebührende Rolle. Besonders treffend und literarisch verdichtet hat dieses Phänomen meines Erachtens Kafka, der den Menschen so eindrucksvoll in seinen Erzählungen, Bericht für eine Akademie, ein Hungerkünstler oder im letzten Kapitel des Amerika-Fragments das Naturtheater von Oklahoma als Signatur der Moderne gestaltet hat. Hierzu werde ich auch eine eigene These gleich später präsentieren. Also für mich ist das Naturtheater von Oklahoma bei Kafka, wie gesagt, das möchte ich noch später ausführen, auch ein Fenster in die moderne Ökonomie. Aber ich freue mich auf die Diskussion, die dann zwingenderweise stattfinden kann. Untod und Zombifizierung sind für Kafka untrennbar mit unserer Zeit verbunden. Folgt man dem thematischen Horizont in Kafkas Erzählungen, findet sich der Menschenzoo sowohl in Europa wie in Amerika, vielleicht am wenigsten in Afrika. Ich wende mich im Folgenden dem Menschenzoo in Gestalt der Völkerschauen einmal sowie in Form des Cyberzoos zu und betrachte das Phänomen also jeweils von seinen Enden aus. Das heißt, ich beschäftige mich heute Abend mit den jeweils dominanten historischen und aktuellen Varianten des Menschenzoos. Und wie schon der Titel meines Buches Völkerschau und Totentanz, deutsches Körperweltentheater ausdrückt, untersuche ich die spezifisch deutsche Form des Menschenzoos und bringe sie in einen Zusammenhang mit Praktiken, die in den deutschen Kolonien Ausbeutung, Menschenversuche und Menschenvernichtung begründeten. Die Problemstellung führte mich dahin, dass ich den Kontinuitäten und Diskontinuitäten von Wilhelminismus, NS-Staat und der BRD nach der Wiedervereinigung nachgegangen bin. Im wiedervereinigten Deutschland betrat Gunther von Hagens die Bühne, wobei man sich natürlich fragen darf, Herr Professor Nötzl, ist von Hagens Menschenzoo? Sind Leichen Menschen? Ja? Also, ich hatte die Diskussion mit meinen Schülern. Und gesagt, Herr Zickraff, das sind doch keine Menschen. Das ist Material. Ja? Also, was ist daran noch menschlich? Sie haben, ne? Ihre Besprechung hat mich sehr, sehr aufgeklärt. Es sind Menschen, auch über den Tod hinaus. Auch Menschen haben. Auch Menschen sind nach über ihren Tod hinaus, genießen sie mit Totenruhe so. Sind keine Menschen. Aber was ist der. So.
Also die Frage auch, ist diskussionswürdig, darf man von Hagens die Totenkabinette als Menschen so bezeichnen und warum? Ich möchte nun zunächst einige Aspekte des aktuellen Menschenzoos im globalen Cyberspace veranschaulichen und Bezüge zu den Völkerschauen herstellen. Der fortgeschrittenste Menschenzoo basiert auf digitaler Kommunikationstechnologie. Er ist gewissermaßen ubiquitär, also überall vorhanden, entfesselt, grenzenlos. Letztes Beispiel war das Bostoner Attentat, also der Anschlag auf den Marathon in Boston am Patriots Day in den USA. Die Rolle, die das Internet und die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook darin gespielt haben, halte ich für überaus signifikant. Als die Brüder und mutmaßlichen islamischen Terroristen Tsarnaev sich zum Anschlag auf den Bostoner Marathon entschlossen haben, muss ihnen, wie am 11. September 2001 Mohammed Atta, bewusst gewesen sein, dass die Welt durch das Internet, durch das TV, also Fernsehen, bereits ein Panoptikum ist. Und dass ihre Tat die größtmöglichste Wirkung, mediale Wirkung zeitigen würde. Inzwischen räumte gestern der jüngere Bruder ein, dass das Internet eine zentrale Rolle für seine radikale Islamisierung gespielt hat. Tamerlan, der ältere Bruder, der ja gestorben ist, erschossen wurde, also jetzt ums Leben gekommen ist, habe sich vom Heiligen Krieg motivieren lassen. Dabei habe das Internet eine große Rolle gespielt, meldete der TV-Sender CNN. Jetzt kommt aber der Menschenzoo. Das ist noch nicht der Menschenzoo. Der kommt jetzt. Also das Bostoner Attentat. Jetzt kommt der Menschenzoo erst überhaupt erst ins Spiel. Nach dem Attentat folgte die Identifizierung, Verfolgung und Ergreifung der Täter gemäß der Dramaturgie eines Action-Thrillers. Abermillionen, ich weiß nicht, Milliarden Fernsehzuschauer erlebten durch die Medien inszenierte Show und darüber hinaus beteiligten sich unzählige Menschen per Twitter-Meldung oder Fotopostings auf Facebook an der Jagd, die eine ganze Stadt wie im besten Blockbuster zum Erliegen brachte, diese Jagd auf die Täter. Der Cyber-Zoo folgte also in gewisser Weise der Dramatisierungsstrategie des Fremden in den Völkerschauen, auf die ich noch eingehen werde. Womit die Täter bestimmt nicht gerechnet haben, ist die Tatsache, dass die weiße amerikanische Gesellschaft, ich sag mal, zurückschlägt, also reaktiviert würde und die Überwachung weiter forcieren würde. Und nicht nur Amerika, sondern auch Deutschland, wie Sie gesagt haben. Bundesminister Friedrich hat gestern angekündigt, dass infolge des Bostoner Attentats die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland verschärft würden. Und die Anschläge von Boston, also als Folge der Anschläge von Boston. Im Interview pocht der CSU-Mann auf eine Ausweitung der Videoüberwachung. Willkommen Big Brother, willkommen Menschenzoo, willkommen Sicherheitsstaat oder so. Herr Professor Nötzl, deswegen bin ich Politikwissenschaftler geworden, weil ich stelle mich auch Ihrer und einer Kritik, wenn so. Natürlich gibt es zivile Reformen des Cyberzoos. Wer Facebook oder das habe ich für meine Schüler jetzt geschrieben, die nicht da sind. Wer Facebook oder ein iPhone nutzt und seiner Community täglich die Spuren seines nichtigen, untoten, naja nichtig, Lebens mitteilt, macht sich in gewisser Weise freiwillig zum Facebook-Zombie. Nebenbei hinterlässt er einen digitalen Fingerabdruck, der für Internetunternehmen bares Geld bedeutet. Ist bereits Facebook, der Facebook-Hype in Deutschland, kaum zu bremsen, scheint er in einem Entwicklungsland wie Thailand praktisch keine Grenzen zu haben. Ein Bekannter oder Freund, du kennst den, Roman Rusch, der jetzt in Thailand lebt, seit vielen Jahren hat mir geschrieben zu Facebook, Zitat, aus Thailand, das Zitat, ich habe ihn gefragt. Ne? Also ist auch heute
Internet. Ich habe gesagt, wir machen einen Vortrag und der Freund schreibt aus Thailand. Dass ich zitiere zum Menschenzoo in Thailand Facebook. Zitat: Das Facebook ist das bedeutendste Symbol der Zurschaustellung des Menschen und das freiwillig. Vor 3 Jahren floss das Leben hier in Thailand in ruhigen Bahnen. Seitdem das Facebook aufgetaucht ist, drehen alle hier am Rad und verfallen reihenweise diesem narzisstischen, untoten Hype. Die Frauen glauben, wahrscheinlich auch die Männer, sie seien die angesagtesten und die schönsten Supermodels in der ganzen Welt. Wohlgemerkt, also es ist kein Zufall, dass ich hier dieses Bild habe von den Models und den Leichen. Untote eben. Zitat, sie leben in Facebook und in ihren Fotos ihre Lebensgeschichten. Und das ist untot. Was ist sonst untot? Wie, wenn nicht das eigene, gelebte, vollzogene Leben, ja, in die Medien wandert, in Facebook, quasi nach Uniform, standardisiert. Das ist untot. Zombifizierung. Kann man auch diskutieren. Es hat schon was Zombiehaftes, sagt besagter Freund aus Thailand. Ein signifikantes, das Beispiel ist mir auch noch ganz wichtig, der Menschenzoo jetzt aktuell, ein signifikantes Beispiel für medialen Wandel und Innovation im modernen Menschenzoo ist der Google-Konzern. Google Earth erlaubt es uns jederzeit und von jedem Ort der Erde eine Reise bis ans Ende der humanen Welt zu unternehmen. Während alle Welt noch die martialischen Fernsehbilder des großen Führers und Politzombies Kim Jong-un vor Augen hatte, vegetieren auch jetzt, auch in dem Moment, rund 200.000 Menschen in Straf- und Arbeitslagern, jetzt in diesem Moment. Sie wissen es wahrscheinlich nicht, ich bin da wahrscheinlich der, einer der, jetzt. Sie verbrauchen ihr Leben sinnlos in einem weit verzweigten System von Straf- und Arbeitslagern, das jedoch keine Seele auf dieser Welt zu interessieren scheint. Wirklich keine Seele. Es handelt sich um Gefangene, die aller menschlichen Attribute entkleidet wurden und die nur noch als Nummern existieren, weniger wert als die asiatische Ameise. Doch es sind nicht nur die Straflager, die diese Menschen, die sich oft nichts zu Schulden haben kommen lassen, als vielleicht ihren Nonkonformismus zu Tieren oder zu Homo Sapiens, sagt man das so, Homo Sapiens? Ja, Sapiens. Im Sinne von Agamben machen. Auch wir jetzt im sicheren Westen, im vermeintlichen Paradies, haben unseren Anteil daran, als TV-Zuschauer oder Internetnutzer, dass das Schicksal von 200.000 von Gott und der Welt verlassenen Nordkoreanern mit dem Schicksal von Europäern oder Amerikanern verrechnet wird. Ich habe das deswegen so formuliert, weil ich habe ein langes Gespräch mit dem Regisseur geführt dieses Films, der also im Film, der heißt Camp 14, diesem Film Camp 14. Und er hat mir wirklich gesagt, es interessiert sich, dass er relativ nüchtern ist, was die Verbreitung der Botschaft seines Films betrifft. Vielmehr ist signifikant, dass, das muss man sich mal vor Augen führen, eine Amerikanerin vom TV, also eine TV-Journalistin, in Nordkorea quasi eingebrochen ist, undercover. Sie wurde enttarnt, erwischt und gefangen genommen durch die Nordkoreaner. Aber dann hat es einen Medienhype gegeben, ohne Ende, einen riesigen Medienhype. Der hat dazu geführt, dass diese Frau, diese Journalistin, irgendwann freigekommen ist. Und deswegen habe ich gesagt, gerade was ich da formuliert habe, das Schicksal von 200.000 Nordkoreanern, die unter den unsäglichsten, ich komme noch gleich drauf, unsäglichsten Bedingungen leben, ja, wird verrechnet mit dem eines Europäers oder nur einer Amerikanerin. Das heißt mit anderen Worten, ein Amerikaner oder ein Deutscher ist mehr wert, ich sag's mal, als 500.000
oder sagen wir es 1 Million oder 2 Millionen Nordkoreanern. Einem schüchternen Mann, um den geht es nämlich, in dem Film namens Shin, haben wir es zu verdanken, dass mehr Licht in das Dunkel des Lagers kam, die zuvor niemanden interessierten. Shin gelang es, das zuvor Unmögliche, nämlich einem solchen Lager zu entkommen. Was man dabei wissen muss, Shin wurde im Straflager, das müssen Sie sich vorstellen, geboren. Er hatte keine Vorstellung davon, wie sich ein menschliches Leben oder der Genuss der Menschenrechte anfühlt. Shin war also der geborene Zombie, bis er eines Tages sich zu einer abenteuerlichen Flucht entschloss, die der sehenswerte Film von Marc Wiese, Camp 14, zeigt. Also nicht die Flucht, sondern so dokumentiert. Der Film Camp 14 hält das Schicksal dieses modernen Kasperhausers fest. Shins Schicksal, also das ist dieser entflohene Häftling aus den Arbeitslagern, Arbeitslagern. Arbeit wird überall auf der Welt immer noch sehr, 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 ja, wie soll man es ausdrücken, obwohl die Arbeit durch Automatisierung, ja, zunehmend durch Roboterarbeit ersetzt wird, wie wir alle wissen, ja, ist die menschliche Arbeit, das kommt auch heute noch, ja, von höchster Relevanz. Natürlich in unseren Industrieländern geht es um Kopfarbeit. Also auch diese Arbeit ist von allerhöchster Relevanz. Auch für den Menschenzoo. Shins Schicksal führt uns vor Augen, dass man einfach auf der falschen Seite geboren werden kann und dass es auch im Menschenzoo Menschen erster, im Menschenzoo zweiter und letzter Klasse gibt. Der Cyberzoo revitalisiert dabei die Bilder des stalinistischen Zombie-Staats Nordkorea und nährt die Vorstellung vom bösen Wilden am Rande der westlichen Welt. Ferner, das ist mir auch wichtig, entnehmen wir am Beispiel des an diesem Beispiel, dass der Cyberzoo eine Blödmaschine ist, eine Verdummungsmaschine, die mit der Dummheit seiner Teilnehmer rechnet. Big Brother, Dschungel, wie heißt das Format? Dschungel. Okay. Jetzt komme ich im nächsten auf die Leitfrage dieser Vorlesungsreihe. Die heißt nämlich, da habe ich mich drauf bezogen, das war mir wichtig, das zu klären. Was ist Politik? Ich wäre nicht hierher gekommen, ohne mich auf die Frage einzulassen, was ist Politik mit Bezug auf den Menschenzoo? Kurze Frage. Ob ich fortfahren darf oder eher einfach, also ich komme jetzt quasi zu der Frage, was ist denn politisch daran, an den Menschenzoo? Also soll ich fortfahren oder jetzt, okay. Politikwissenschaftsstudenten sind gespannt. Ja, danke. Also sonst bitte streiken Sie. Auch Politikwissenschaftler müssen haben. Eine Ausbildung, die sie dazu befähigt, ihr Interesse zu verwirklichen und die Gesellschaft, sage ich mal, zu verändern. Ich mache es bis heute, habe ich mitgenommen, Herr Professor Nützel, bis heute hat mich die Marburger Politikwissenschaft zutiefst geprägt. Okay, also wenn wir uns heute fragen, was ist Politik in Bezug auf den Menschenzoo, gilt es festzuhalten, dass letztere eine Chiffre für die Refeudalisierung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse geworden ist. Also für ein spezifisches Herrschaftsverhältnis im Neoliberalismus. Indikatoren wie die zunehmende Überwachung, das hatte ich ja gerade, der Bürgerinnen und Bürger, die Abkoppelung ganzer Bevölkerungsgruppen von gesellschaftlicher Teilhabe, Hartz IV, gibt es zuhauf. Allerdings soll, da jede Medaille zwei Seiten hat, auch nicht ganz unerwähnt bleiben, dass Facebook und Google durchaus auch systemsprengendes Potenzial, und zwar in labilen, krisengeschüttelten Staaten freisetzen können. Hier fungieren die sogenannten Social Media als Katalysatoren revolutionärer politischer Prozesse, wie das Beispiel der Aufstände
in der arabischen Welt gezeigt hat. Jedoch zeigt sich uns das Janusgesicht dieser politischen Revolution und Emanzipation leider auch in Gestalt eines vehementen Antisemitismus. Kritische Beobachter der Szene haben das sehr, sehr früh schon gesagt, dass es dazu kommen würde, dass der Antisemitismus, dass es auch nach dem arabischen Frühling der arabische Winter bevorstehen könnte. Ich sage nicht könnte. Der arabische Winter. In dem Moment, wo sich der kommerzielle Menschenzoo mit dem Überwachungsstaat verbündet, überschreitet die Gesellschaft die Schwelle zur Postdemokratie. Diese definiert sich als ein politisches Gemeinwesen, in dem zwar formal noch regelmäßig Wahlen durchgeführt werden, jedoch die wirtschaftlich und politisch Mächtigen über die PR-Agenturen und Lobbying die Bevölkerung längst aus dem eigentlichen politischen Entscheidungsprozess herausgedrängt haben, um sie mit billigen Bildern aus dem Menschenzoo abzufüttern. So erklärt es sich auch, dass das politische öffentliche Leben heute entleert, ja ausgeblutet wurde, um in Gestalt von Zombie-Politik wieder aufzuerstehen. Ich muss Ihnen das wirklich sagen, ich habe ja auch in der Agentur gearbeitet, für ein Ministerium. Ich habe es am Anfang, ich mache das kurz, einen Exkurs, ich habe am Anfang wirklich PR gemacht für ein Ministerium. Am Anfang war es PR, eine Kampagne der Bundesregierung zum Ausbau der Ganztagsschulen. Wir haben uns, das Marburger Erbe, uns zunehmend, ich war Redakteur einer Seite, auf die Fahne geschrieben, aus einer PR-Initiative einen richtigen Journalismus zu machen. Also ich habe das aus eigener, ich kenne das aus eigener Praxis und Erfahrung, ja? Also die Postdemokratie. Ich weiß, welche Relevanz Agenturen haben, Thinktanks. Ja? Ich habe es selber mitgemacht, nur wie gesagt, ich habe selber dafür gesorgt, dass ich meine Arbeit als Redakteur des Ministeriums, des Bundesministeriums, dass wir aus einer PR-Kampagne echten Journalismus gemacht haben, wie man uns dann auch, ja. Also wahrscheinlich auch ein Produkt, Professor Nötzel, meiner Marburger Sozialisation. In meinem Buch Völkerschau und Totentanz verwende ich den Terminus Menschenzoo in diesem Buch eher zurückhaltend. Obwohl ich ihn bereits in Aufsätzen in der Taz oder in der IC3W im Jahr 2000 an zentraler Stelle verwendet habe. Mir ging es vor 13 Jahren vorwiegend um den kolonialen und nicht so sehr um den gegenwärtigen Menschenzoo. Den habe ich Ihnen ja gerade ausgeführt, wie der aussieht. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Debatte um Sloterdijks Regeln, so heißt das Buch von Sloterdijk, für den Menschenpark, demonstrierte, dass ein Verständnis von der Gesellschaft und der Politik nach dem Modell des Menschenzoos, das übrigens auch des Menschenzoos, in die Sackgasse führt, wenn dieses Unterfangen dazu führt, dass man die Gesellschaft als einen ideellen Gesamtzoo, Sloterdijk, oder eine Art Laboratorium für die Züchtung des neuen Menschen versteht. Das ist nämlich der Vorwurf, ich denke ich, der Kernvorwurf, den man Sloterdijk machen kann. Es gab jedenfalls um dieses Buch viel diskutiert darum. Wo man sogar bei Sloterdijk den Impetus erkennen konnte, dass er meint, wir sind im Menschenpark, die bürgerliche Gesellschaft ist ein Menschenpark und wir Philosophen setzen uns an die Spitze dieses Staates, dieses Menschenparks und wir steuern das Ganze. So, das konnte man aus diesen, sage ich mal, aber es ist wie gesagt, ne? Das könnte man zuspitzen so. Um den Fallstricken einer verkürzten und zudem gefälligen vereinfachten Gesellschaftskritik zu entgehen, definiere ich den aktuellen Menschenzoo als ein Zwischenreich des Untodes, ein spezifisches, massenerregendes und massenbindendes Körperweltentheater für Zombies oder anders ausgedrückt als einen Circus Maximus für Untote. In einer zunehmend fragmentierten und atomisierten Gesellschaft kommt es auf Sicht der Mächtigen darauf an, dass man die Bevölkerung, die einschließlich wählen soll, mit Brot und Spiele bei Laune hält. Man unterstützt also nach Kräften das freie Spiel des Marktes auf dem Gebiet der Massenunterhaltung in der Hoffnung, die Gefühle und nicht nur die Meinung, auch die Gefühle,
der Massen im Sinne der eigenen Interessen beeinflussen zu können. Jetzt frage ich mich im Nächsten, weil man kann nicht fortlaufend über Zombies und Untote reden, ohne die Zombies zu präzisieren, ohne sozusagen sie wissenschaftlich auszuweisen. Ich versuche jetzt also den Zombie, was Sie gemacht haben, Herr Professor Nötzl und Herr von Bredow, das werde ich immer schon gemacht haben, das komme ich auch noch drauf. Ich versuche jetzt im Folgenden, den Zombie wissenschaftlich auszuweisen. Und auch da, Herr Professor Nötzl, geben Sie mir später Nachhilfe. Was sind eigentlich Zombies und in welcher Verbindung stehen sie mit dem Menschenzoo? Für den Medientheoretiker Georg Seslen, der übrigens zuweilen hier auch an der Marburger Uni Lehraufträge hatte, Georg Seslen, ich habe sie leider verpasst, handelt es sich beim Zombie um eine dominante gesellschaftliche Grenzfigur, deren Existenz zwischen Leben und Tod angesiedelt ist. Zombies finden sich in der Arbeitswelt, der Kultur, im Sport, in den Unternehmen, in der Werbung, in Schulen und Universitäten und so fort. Sie sind ein notwendiges Produkt der Verdinglichung innerhalb der Moderne. Man kann die Untoten aber auch im Sinne Thewlites als die psychisch nicht zu Ende Geborenen bezeichnen, die durch die Institutionen der Gesellschaft wie Familie, Schule, Fabrik, Militär, heute auch Medien, erst nachgeboren, bebrütet, das kommt von Professor Nötzl, werden, bis sie als untotes, braves, jedoch nie geliebtes Kind mit ungeformten Körpern im faschistischen Militär oder im islamischen Dschihad Verwendung finden. Zum Untot bestimmt sind alle Menschen, denen die Verwandlung im Sinne von Ovid Canetti verwehrt wird. Und das betrifft vermutlich, ist es jetzt eine steile These, eine Majorität der Gesellschaft, der Bevölkerung. Da das im Westen verbreitete Verwandlungsverbot, das sagt Canetti, wir haben im Westen ein Verwandlungsverbot, jetzt Zitat Nötzl, Fundament von Melancholie, Depression und Tod der Individuen ist. Zitat Ende. Die Untoten sind also der schale Output der Gesellschaft. Jener große Teil eben, der sich im Sinne der Mehrung des Bruttosozialprodukts nun endlich bezahlt machen soll. Jetzt Zitat, ein sehr schönes Zitat von QRT alias Konradin Leiner. Wo der Mensch stand, steht jetzt ein Zombie. Und die Anthropologie kippt über in eine Zombologie. Das hat er in den 90er Jahren vorgeschlagen, 1996. Im selben Jahr, wo, da komme ich jetzt noch gleich drauf, wo Professor Nötzl und von Bredow ihr Buch Zombie veröffentlicht haben, auf das ich gleich komme. Im selben Jahr. Das kann kein Zufall sein. Folgt man Konradin Leiner, vollzieht sich die Zombifizierung in der Moderne, in den medialen Totenreichen. Zitat, Baudrillard führt Leiner nämlich aus, habe für die Bezeichnung der westlichen Metropolen den Begriff Nekropole gefunden. Baudrillard, jetzt Zitat Baudrillard, die westlichen Industrienationen sind nicht nur Friedhöfe, sondern auch Toten, Geister und Filmstädte, Mausoleen und verlassene Dörfer, Unterwelten, Paradiese, Höllen und verfluchte Orte, an die sich kein Lebender wagt. Zusatz Baudrillard, als australische Ureinwohner zum ersten Mal nach Sydney kamen, betrachteten sie die Einwohner Sydneys als Chago. Das sind die bleichen, weißhäutigen Untoten. Der Sozialpsychologe Erich Fromm hat darüber hinaus in seinem Buch Escape from Freedom 1941 auf einen zentralen Aspekt aufmerksam gemacht, der der Zombifizierung inhärent ist. Ihm zufolge gibt es einen universellen Antrieb in den Menschen, der sie nach Freiheit und Gerechtigkeit streben lässt. Doch die mit dem Anspruch auf den Vollzug von Freiheit verbundenen Ambivalenzen führen laut Fromm auch dazu, dass die Menschen im Zuge ihrer Sozialisation
den Verlockungen von Macht, Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus kaum widerstehen können, da sie den Individuen Orientierungsprothesen zur Verfügung stellen. Orientierungsprothesen ist jetzt mein Begriff. Die Furcht vor der Freiheit führt dann letztlich dazu, dass willenlose, aber smarte Karrierezombies sich in die jeweils bestehende hegemoniale Ordnung der postdemokratischen Gesellschaft einfügen. Ein zentrales Attribut und Movens des aktuellen neoliberalen Zombies scheint dabei das Geld zu sein. Lieber Herr Professor Nötzl, jetzt ist mir ganz wichtig, ich glaube, wir beide schätzen den Herrn Musil über alles, ich jedenfalls, ich glaube das. Auch schon Robert Musil wusste vor rund 100 Jahren zu berichten, Zitat, Geld beruht auf Konzentration von potenziellen Vor- und Nachteilen, also geordneter Ich-Sucht. Zitat Ende. Nächstes Zitat, auch Musil. Was sich ihrer bedient, ist die Gewalt, um Geld zu machen, und eine Spezialform der Gewalt ist der Kapitalismus. Musil weiter. Dieses mit den schlechten Fähigkeiten des Menschen rechnen ist eine Spekulation à la Bess. Eine Ordnung à la Bess ist dressierte Niedrigkeit. Sie ist die Ordnung der Welt. Zitat Ende, Musil, von mir hochgeschätzt. Sowohl der flexible Mensch, wie ihn Richard Sennett diagnostiziert hat, als auch der klassische autoritäre Charakter gehören im Kapitalismus zum Reservoir dieses Zombie-Typs. Die schöne neue Welt der Arbeit ist meines Erachtens die perfekte Chiffre des postdemokratischen Zombies. Während Kopfarbeiter mittlerer und gehobener Gehaltsklassen immer häufiger einem intensiven Befreiungsmanagement unterworfen werden, herrscht in den Etagen des Arbeitsmarktes, in unteren Etagen, die Käfighaltung. Zitat, die körperliche Not gründet auf Hoffnungslosigkeit, eine Existenz, die angemessener durch ihr Gegenteil definiert ist, eine des Nichtlebens. Das Leben, ein Leben, das bereits tot ist. Nach Gesprächen mit Arbeitern aus einer Vielzahl von Berufen, sowohl an der Spitze als auch am unteren Ende der sozialen Hierarchie, argumentieren wir, die Autoren, Cederström, Fleming, dass dieses Gefühl des Nichtlebens nirgendwo weiter verbreitet ist als unter der Menge der Angestellten, die in modernen Unternehmen eingeschlossen sind, ob im Büro, dem Callcenter, am Serviceschalter, in der Kreativindustrie, in Verkaufsräumen oder Warenlager. Leben scheint weit weg zu sein. Kafka hatte schon früh die Muster der Zombie-Ökonomie dargestellt. Das ist meine These jetzt. Oder ich habe sie jedenfalls, ich habe mich nicht jetzt woanders orientiert. Im Amerika-Fragment insbesondere, aber im letzten Kapitel, Naturtheater von Oklahoma, sieht er sich der Protagonist Karl Rossmann, nachdem er im vermeintlichen Paradies Amerika seinen sozialen und persönlichen Bankrott erklären muss, mit der Situation eines Homo Sapiens konfrontiert, eines Menschen also, dem nichts bleibt außer seiner nackten Existenz. Die totale Verelendung oder den Hungertod vor Augen widerfährt ihm aber eine Rettung, also Karl Rossmann, dem Protagonisten, in höchster Not. Er hört von einem Naturtheater in Oklahoma und bittet um Aufnahme. Dieses Theater entspricht seiner Funktion nach, das ist meine These, einer Mischung aus Assessment Center und Disneyland. Es kennzeichnet das Modell einer untoten Zombie-Ökonomie, die jeden brauchen kann, sei es einen in die Jahre gekommenen Ingenieur, eine einkommenslose Familie oder einen ehemaligen Portier wie Karl Rossmann. Während Kafka in der Erzählung einen Bericht für eine Akademie von der Zombie-Werdung des Affenrot Peter im Verlauf seiner Menschwerdung im Stil eines Gelehrten berichtet, thematisiert er im Naturtheater von Oklahoma im weiteren Sinne auch die Krise des Liberalismus, also ich sage im weiteren Sinne, und begreift den aufkommenden Keynesianismus als Rettung vor dem Abgrund. Formen unproduktiver menschlicher Arbeit werden gleichsam in dem Naturtheater von Oklahoma aufgesaugt. Jetzt Realgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann tatsächlich für ein knappes halbes Jahrhundert der Keynesianismus das Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell des Westens geprägt und dessen goldenes Zeitalter eingeläutet.
Kafka, so meine Hypothese, hat wie Keynes begriffen, dass sub specie aeternitatis, also on the long run, die heute Lebenden die Toten von morgen sind. Das heißt nichts anderes. Er hat wie Keynes erkannt, Kafka hat wie Keynes erkannt, wenn wir nicht jetzt die Probleme lösen für die Menschen, die leben, die Milliarden Menschen, ja, dann sind die tot. Das heißt, ist meine Hypothese, das Naturtheater von Oklahoma ist Keynesianismus, also nicht reflektierter Keynesianismus von Kafka, meine These. Kafka sagt, wie Keynes, ich möchte lieber, dass Menschen, die noch leben, ja, nicht vor dem Abgrund stehen, ja, mit den blödsten Arbeiten versorgt werden, wie Keynes gesagt hat. Lass die Arbeiter ein Loch buddeln, ja, und sie dazu schütten, ja, und bezahlt sie dafür. Ja, das hat Keynes gesagt. Dann haben sie Arbeit und eine Existenz. Und das hat Kafka aus meines Wissens auch formuliert, aber literarisch formuliert. Vielleicht kommt er vor diesem Hintergrund zu der Metapher des Theaters von Oklahoma, die demzufolge die Rettung im zombifizierten Menschen so anzeigt. Dazu der Kunsttheoretiker Mason Brock. Zitat: Literaten, Musiker und bildende Künstler vollzogen diese Verlebendigung mit den Augen von Archäologen der Evolution. Je machtloser sich das Individuum in der neoliberal gewendeten Moderne gegenüber dem Staat ausnimmt, desto mehr sieht es sich auf seine reine Körperlichkeit, also auf Fitness und Gesundheit, zurückgeworfen. Diese Tendenz führt letztlich dazu, dass über das individuelle Leben hinaus der Tod einbezogen wird, indem dieser selbst in einen Konsumartikel, der Tod, transformiert wird und in eine spezifische Form der Selbstinszenierung verwandelt wird. Der Tod, wie es ja die Körperwelten von Hagens es prägnant verdeutlichen. Dabei ist es die Aufgabe von Hagens, jetzt bin ich bei von Hagens, für die Ausstellungsbesucher eine Identitätsmarke zu kreieren, die über den Tod hinaus Bestand hat und die omnipotente Fantasie von Unsterblichkeit nährt. Das Thema Verdinglichung sollte aber nicht alleine unter dem Gesichtspunkt einer kulturpessimistischen Gesellschaftskritik betrachtet werden, da die Konsumenten, wenn man der Interpretation des Kulturwissenschaftlers Ulrich folgt, eine hohe Kompetenz mitbringen, was die Auswahl ihrer Konsumgüter betrifft. Schließlich seien die Konsumenten trotz Propaganda und Werbefeldzüge der Unternehmen hochqualifiziert und ihre Wahl, etwa des richtigen Duschgels, sei von einem wahren Expertentum gekennzeichnet. Ulrich, das ist dieser Kulturwissenschaftler, bezeichnet diese starke Inszenierung der Situation in letzter Instanz als Situationsfaschismus, der die absolute Kontrolle des Konsumenten über das Warenpanoptikum im Einzel- oder Großhandelskaufhaus treffend zum Ausdruck bringt. Wir sehen deutlich, die kommerziellen Medientechnologien sind im Kapitalismus unhintergehbar. Bereits 1996 haben Professor Nötzl und Professor Wilfried von Bredow der Politikforschung in ihrem Buch Zombies, politische Theorie für das 19. Jahrhundert, eine vielversprechende neue Richtung gewiesen, die auch mein Buch befruchtet hat. Über den Zombie schreiben von Bredow und Nötzl folgendes, Zitat: Zombies heißen die geplanten, erzogenen, kopierten, dressierten, eingepassten, einheitlich bebrüteten und gebürsteten Individuen. Den Legitimationen der Großgruppen als Nation, Klasse, Rasse, Sekte, Firma und so weiter kommt hier oberste Priorität zu. Zitat Ende, das war 1996. Ihre politische Theorie verstehen Sie als ein, Zitat, Zuordnungskurs für Beobachtungen und Horizonte, ein Probegelände für die Auslegung des 20. Jahrhunderts, von dem wir gerade annehmen, wie es sich anschickt, bruchlos in das nächste überzugehen. Zitat Ende, Professor Nötzl und von Bredow. Es geht auch mir darum, die rhizomatischen medialen Verbindungen zwischen dem 19., 20. und 21. Jahrhundert zu untersuchen, um in interdisziplinärer Perspektive neue politikwissenschaftliche Horizonte zu eröffnen. Das Gelingen dieses Unterfangens meldet sich spätestens dann zu Wort, wenn die Forschung Funken der Erkenntnis schlägt. Und wie ich als Politikwissenschaftler hinzufüge, nicht nur Funken der Erkenntnis, sondern auch Funken einer
alternativen Praxis schlägt. Weil das Leben ist, und solange wir leben, ist die Praxis oder ist die Suche, ist im Prinzip der Kampf nach einem, für ein menschenwürdiges Leben oberste Priorität. Was ich jetzt mache, ist, ich mache wirklich einen Cut. Ich habe jetzt noch, ich biete Ihnen an, an der Stelle auszusteigen. Ich habe jetzt noch eigentlich noch jetzt die eigentlichen Varianten des Menschenzoos, die ich in meinem Zoo, in meinem Buch jetzt bespreche, die sind sehr, sehr hart. Für mich ist der Menschenzoo auch also deswegen hart, weil ich vertrete die These, dass die Völker schauen, dass die Völker schauen und die Präsentation der fremden Völker schauen, die Rassifizierung des Fremden, ja, über populäre Bilder, letztlich auch die Gefühle, die Emotionen der Menschen beeinflusst haben und beeinflussen mussten. Und das heißt, diese Form der Präsentation von Fremden in den Völkerschauen hat meines Erachtens dazu geführt, und jetzt zeige ich auch die Folie, dazu geführt, ja, dass man dem Fremden auch zur Vernichtung freigeben konnte. Weil wenn der Fremde, sag ich mal, weil wenn der Fremde im Prinzip nicht viel mehr wert ist als ein Tier oder anders gesagt, der Fremde nur dann von Bedeutung ist für die Gesellschaft, wenn man ihn für Menschenversuche gebraucht, ja, die dem Westen zugutekommen, dann führt das, das ist der Punkt, in die Logik der Vernichtung. Und auch dieses Bild zeige ich noch kurz, dieses Bild, weil ich habe in meinem Buch auch dargestellt, ja, wie der Menschenzoo, also die Völker schauen in einen NS-Zoo, in einen Nazi-Zoo führen. Und dazu gibt es in diesem Buch auch wiederum literarische Referenz an Jonathan Littells Buch Die Wohlgesinnten, wo er, Littell, einen NS-Zoo, einen fiktiven Zoo schildert. Das lese ich Ihnen noch vor, diesen fiktiven NS-Zoo. Wenn Sie das hören, glaube ich, ja, wie diese scheinbar harmlosen Inszenierung des Fremden dazu führt, also in die Vernichtungslogik, wenn Sie das nachvollziehen können oder angenommen, angenommen, meine Sichtweise ist triftig, ja, dann spätestens sollte man sich jedenfalls die Frage stellen nach der Verantwortung. Ich lese vielleicht noch, ich bin fertig, ich steige wirklich jetzt aus. Dann gibt es die Politik. So. Gibt es, jetzt hier habe ich es, letzter Punkt, dann wird die Diskussion eröffnet. Inwiefern verweisen die Menschenversuche, die ich vorher gezeigt habe, die Menschenversuche auf den Menschenzoo? Es gab durchaus Ansätze einer Zoologik, um einen Ausdruck des Kulturwissenschaftlers Thomas Macher zu verwenden. Aber der zentrale Charakter des Nationalsozialismus war die vernichtende Ausgrenzung des Fremden und eine zentrale und nicht die Konservierung des Fremden. Ich möchte Ihnen, wie gesagt, noch zum Schluss aus diesem Buch diese Stelle vorlesen und dann, wie gesagt, die Diskussion eröffnen. Das ist so. Fiktion, die aber, wie gesagt, und da würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, ob das wirklich real ist. Also hier aus dem Buch von Jonathan Littell habe ich es hier, es wurde ja abgedruckt. Okay, es geht. Frage. Es geht darum, dass die Protagonisten in dem Roman sind Himmler und Frank, der Generalgouverneur von Polen. Ja? Und Frage, ich glaube, das ist jetzt Gouverneur Frank.
Frank, erinnern Sie sich noch, Sie hatten im Prinzip, jetzt, der Gouverneur Frank Hitler schenkt Hitler eine Völkerschau. Also Hitler hat Geburtstag und als Geschenk kriegt der Führer eine NS-Völkerschau. Darum geht es hier. Und ich lese jetzt davor, genau diese Stelle vor. Erinnern Sie sich noch an Hagenbecks Völkerschauen, mein lieber Reichsführer, vor dem Krieg, mit den Familien von Samoanern, Lappen, Sudanesen? Sie ist auch nach München gekommen. Mein Vater ist mit mir hingegangen. Sie haben sie bestimmt auch gesehen. Sie war in Hamburg, Frankfurt, Basel. Ein großer Erfolg. Der Reichsführer, also das ist Frank, rieb sich das Kinn. Himmler. Ja, ich entsinne mich. Das waren Wanderausstellungen, nicht wahr? Ja, aber dies hier wäre eine Dauereinrichtung, wie ein Zoo. Allerdings wird sie nicht der Unterhaltung des Publikums dienen, mein lieber Reichsführer, sondern pädagogischen und wissenschaftlichen Zwecken. Wir werden hier Exemplare aller verschwundenen oder im Verschwinden begriffenen Völker Europas versammeln, um auf diese Weise lebendes Anschauungsmaterial zu bewahren. Die deutschen Schüler werden in Bussen anreisen, um sich selbst ein Bild zu machen. Hier, schauen Sie hier. Er zeigt auf eines dieser Häuser. Es war zur Hälfte aufgeschnitten. Im Inneren sah man kleine Figuren um einen Tisch sitzen, auf dem ein siebenarmiger Leuchter stand. Für die Juden habe ich beispielsweise die galizischen ausgewählt, weil sie für die Ostjuden am repräsentativsten sind. Das Haus ist typisch für ihre schmutzigen Wohnungsverhältnisse. Natürlich wird man es regelmäßig desinfizieren und die ausgestellten Exemplare medizinisch kontrollieren müssen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Bei den Juden möchte ich fromme Exemplare haben, sehr fromme Exemplare. Wir geben ihnen einen Talmud, sodass die Besucher sie in ihre Gebete murmeln hören und den Frauen bei der Zubereitung koscherer Speisen zusehen können. Faszinierend, murmelte der Reichsführer. So. Ich ende an dieser Stelle. Ich habe noch viel, viel mehr mitgebracht, aber es muss einfach gut sein. Sonst ist es too much.